Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid mit mir, dem Peter und Badass Solid Snake, der letzte Folge einen verkackten Hein die vom Himmel geholt hat. Bevor wir hier verschwinden und den Aufzug benutzen, der auf magische Art und Weise wieder funktioniert hat, um dann in den Bereich zu kommen, in dem Metal Gear aktuell gelagert wird, schauen wir uns hier nochmal kurz um. Aber hier gibt es leider keine Items mehr. Wir haben einen massiven Rationsmangel. Wir haben nur eine Ration und könnten die, glaube ich, sogar gebrauchen. Naja, weiß ich nicht. Wie? Ach, scheiße. Ne, warte mal. Der geile Aufzug müsste doch bis hier oben fahren, oder? Dass ich jetzt nicht wieder an diesen ganzen verkackten Selbstschussanlagen vorbei muss, die mir so das Leben schwer machen. Als Profisoldat. Okay, bis hier kommt der Aufzug nicht. Komme ich denn an die ganzen hässlichen, Selbstschussviechern vorbei? Ich habe nicht mehr so viele Granaten. Okay, vielleicht schaffen wir mehr in einer Situation. Renn, 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 Solid Snake! Renn, 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 renn! Nope, unmöglich. Ist perfekt abgepasst. Das ist asozial! Ich werde gleich exakt 0 Chefgranaten haben. Wer ist denn hier eigentlich wirklich? Düppel. Und oh fuck, das hab ich vergessen. Dann kann ich auch durchrennen in dem Fall. Ein letztes Mal. So, der hier soll wieder funktionieren, ne? Finde ich geil. Normalerweise geht das Spiel, glaube ich, davon aus, dass man selber den Aufzug einmal probiert, bevor man noch die ganzen Treppen nach unten rennt, wie was wir letzte Folge gemacht haben. Also, beziehungsweise, was wir nicht gemacht haben, wir haben den Aufzug halt nicht probiert. So. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Also, Moment, was laber ich da? Also, das Spiel ist davon ausgegangen, dass man, wenn man hier das erste Mal reinkommt, den Aufzug probiert, merkt, okay, geht nicht. Man geht weiter nach rechts, okay, da sind die Boxen. Also geht man nach ganz unten, merkt, okay, hier komme ich auch nicht weiter, ich gehe wieder hoch. Und dann kommt die Zwischensequenz mit Otacon, wo halt Solid Snake sagt, ey, der Aufzug hat nicht funktioniert. Das Problem ist, wir haben den Aufzug gar nicht benutzt. Was Metal Gear Solid untypisch ist und ich ein bisschen schade finde. Haben wir eigentlich die Body Armor tatsächlich an? Oh ja, Tatsache. Das ist ja mega nice. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Snake, ich habe etwas vergessen, was ich sagen wollte. Was? In meinem Labor waren 5 Tarnanzug-Prototypen. Ja und? Minus den, den ich trage, bleiben noch 4. Erste Stufe Mathe. Ich halte mit. Ich wollte einen für Sie holen. Deshalb ging ich ins Labor und... Ja? Die restlichen 4 waren weg. Dann auch der Aufzug, den ich überprüft habe. Es ist komisch. Jemand schien ihn mit Absicht gestoppt zu haben. Als du drin warst, ging da der Alarm wegen Übergewicht los. Das hat mir auch Sorgen gemacht. Der Alarm ging los und ich bin auf keinen Fall zu schwer. Wie viel wiegst du? Circa 62 Kilo. Aber der Lift hat ein Limit von 350 Kilo. Man braucht mindestens 5 Leute, um das zu überschreiten. Snake, passen Sie auf! Die Jungs mit den Tarnanzügen sind bei Ihnen da drin! Was? Zu spät, Snake.
Jetzt still! Niemals! Oh Gott, hab ich echt Granaten gerade rausgeholt. Boah, was ihr harte Gegner, ey. Leck mir am Arsch. Junge, Junge, hat mich schon echt fertig gemacht, muss ich sagen. Das war aber auch ein nicer Schockmoment. Coole, coole Überlegung. Wäre nur schöner, wenn sie das ein bisschen früher eingebaut hätten mit den gestohlenen Tarnanzügen im Endeffekt. Weil dann wäre man immer so ein bisschen auf der Hut gewesen und hätte immer Schiss gehabt. If you know what I mean. Oh, noch eine Ration. Das tut sehr, sehr gut gerade. Ich bin noch froh, dass wir gerade kein Leben verloren haben. Ah, hier ist kaputt. Klar. Wieder ein paar Chef Grenades, was auch sehr, sehr wichtig ist. Die wir direkt benutzen können im Endeffekt. Nutzen, vielleicht ist hier noch irgendwo eine. Ich höre sie doch. Hab sie gehört. Fuck you! Fuck, da ist auch eine! Wie soll man die denn sehen? Die kann man überhaupt nicht sehen. Man muss ja überall nur noch mit Geschäft rumlaufen quasi. Geschäft? Das Wetter scheint schlechter zu werden. Benutzen Sie das Fernglas. Was ist mit Satellitendaten? Tut mir leid. Der Eingang ist auf den Satellitenfotos nicht zu sehen. Und Wärmequellen? Lüftungsschächte oder sowas? Negativ. Es gibt nur südöstlich von Ihrer Position mehrere Wärmequellen. Wahrscheinlich nur brennende Trümmer vom Hain. Snake, Sie befinden sich auf einem offenen Feld, das von Mauern umgeben ist. Der Eingang zur unterirdischen Basis müsste irgendwo in Ihrer Nähe sein. Halten Sie sich an die Wand. So verirren Sie sich nicht. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Verhindern Sie die Zündung dieser Atomrakete. Ja, ja. Das ist Düppel. Eine Spezialgranate, mit der Sie dünne, schmale Metallstreifen verschiedener Länge und Frequenzreaktionen freisetzen. Gut zum Überlisten elektronischer Geräte. Setzen Sie es gegen Maschinen mit elektronischer Ausrüstung ein. Sie müssen es natürlich einsetzen, bevor Sie angegriffen werden. Wenn Sie einen Angriff erwarten, verbreiten Sie Düppel, bevor es losgeht. Solange die Strategie der atomaren Abschreckung weitergeht... Wait, what? Ich bin aus Pripyat in der Ukraine. Ich war damals 10 Jahre alt, am 26. April 1986. Ich dachte, das hätte... Also ich dachte am Anfang, sie hätte das schon erzählt, deswegen habe ich übersprungen. Sie meinen, ja, Tschernobyl. Der Tag hat mein Leben und das Leben von Tausenden für immer verändert. Ich wohnte nur 3 Kilometer nördlich davon. 600.000 bis 700.000 Menschen wurden evakuiert. Über 650.000 Kinder litten unter Verstrahlung. Zwischen 1986 und 1993 starben 12.000 Kinder. Meine Eltern und viele andere, die beim Aufräumen halfen, starben wenige Jahre später an Strahlenkrankheit. Wir müssen alle Atomwaffen abschaffen, bevor sie noch mehr Leid verursachen. Bevor sie die Umwelt zerstören, die uns am Leben hält. Die Angst und das Leid darf nicht noch eine Generation verfolgen.
Wenn die Zahl der gelagerten Atomwaffen nicht drastisch reduziert wird, wird es immer leichter für Terroristen, an sie heranzukommen. Dann gibt es noch mehr Angriffe wie diesen hier. Gespräche über eine Reduzierung auf ein Abschreckungspotenzial von weniger als 500 Atomraketen auf beiden Seiten sowie eine Verpflichtung, auf den Einsatz von konventionellen oder chemischen Waffen nicht atomar zu reagieren, blieben leider ergebnislos. Amerika ist offensichtlich nicht bereit, seine Vormachtstellung in der Welt aufzugeben. Okay, das hat sie schon erzählt? Ich weiß es nicht. Das ist alles so verwirrend. Mal kurz mit Otacon reden. In welcher Richtung liegt die unterirdische Basis? Sie ist im Schneefeld nördlich von Turm B. Die Tür hat die Sicherheitsstufe 6. Das Wetter ist schrecklich. Verlaufen Sie sich nicht da draußen. Snake, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass es da draußen eiskalt ist. Bleiben Sie nicht zu lange im Schneefeld. Okay, Myling, ich muss mal ganz kurz mit Ihnen reden. Ja? Nur mal kurz unseren Fortschritt festhalten. Gibt's was, Snake? Ja. Es gibt was. Und zwar Nachtisch. Nein. Snake, in China sagt man, wer durchs Melonenfeld geht, richte nicht seine Sandalen. Das heißt, in schlimmen Lagen muss man das Wichtige im Auge behalten. Verlieren Sie nicht die Perspektive. Okay, ausnahmsweise, Myling. Halten wir uns nochmal wie empfohlen an die Wand. Guck mal, werden wir direkt mit einer Ration. Snake, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur 5. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesen Schneesturm. Das ist sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake, töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte, sie ist sehr nett. Sie müssen nur mit ihr sprechen. Sehr nett. Sie ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Ich hab's ja gesagt. Ich gebe die Jagd niemals auf. Du gehörst mir. Wolf! Nein! Nicht! Nimm meine Wölfe nicht die Beute! Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie es nicht! Snake, ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschütze verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr direkt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus, oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Wir werden sehen. Okay, Freunde. Sniper-Duell. Kannst du haben. Scheiße! Nein, ich habe Medizin benutzt. Das war das Falsche. See you.
zeige ich jetzt mal was. Das ist safe, ein nices Battle und so. Aber wisst ihr, was auch während wahnsinnig Spaß macht? Trick 17. Ich sehe dich. Siehst du mich? Oh fuck. Ja, scheiße, wo muss ich denn da rum? Sneaky außen rum verfliegen. Kann ich machen. Überraschung. Ist das nicht mega asozial? Also die freut sich. Weißt du, die denkt, sie hätte mich voll in der Tasche bei ihrem geilen Hurenduell. Aber hat keine Chance. Oh, Hit, dumm gelaufen. Wo bist du jetzt? Immer noch da links orientiert? Kein Problem, ich komme, um dich zu holen, Baby. Und wieder Überraschung. Wo bist du jetzt links rum? Holen. Und wo? Oh nein! Oh! Einen können wir noch. Den finalen Schlag möchte ich dir allerdings mit meinem Snipergewehr versetzen. Zur zusätzlichen Erniedrigung. Scheiße, ne? Gerade eher schlecht. Ich sehe dich nicht. Es gibt einen mega Senkel. Fuck, so kannst du mich auch treffen. Und zu weit nach vorne darf ich nicht gehen. Tut mir leid, Baby. Aber du wolltest es so. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin Scharfschützin. Warten gehört zum Job. Keinen Muskel bewegen. Konzentrieren. Lungenschuss. Ich bin am Ende. Bitte, mach mir ein schnelles Ende. Ich bin Corden. Ich habe stets nach einem friedlichen Platz wie diesem gesucht. Corden? Deswegen nennt man sie Wolf. Ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen. Schüsse, Sirenen, Schreie. Das waren meine Schlaflieder. Jeden Tag die Hunde vertrieben.
von unseren verlotterten Schuppen gescheucht. Das war mein Leben. Ich wachte morgens auf und fand wieder ein paar tote Freunde und Familienmitglieder neben mir liegen. Ich starrte in den Morgenhimmel und dachte, werde ich noch den Abend sehen? Die Regierungen der Welt kümmerten sich nicht um unser Elend. Aber dann kam er. Er rettete mich aus dieser Hölle. Saladin. Mein Held. Saladin? Sie meinen Big Boss? Ich wurde Scharfschützin. Versteckt beobachtete ich alles durch den Sucher meines Gewehrs. Nun konnte ich den Krieg von außen betrachten. Als Beobachter, ich sah die Brutalität und die Dummheit der Menschen durch das Zielfernrohr meines Gewehres. Ich schloss mich den Terroristen an, um mich an der Welt zu rächen. Aber ich brachte Schande über mich und mein Volk. Ich bin nicht mehr eine Wölfin. Im Namen der Rache gab ich meinen Körper und meine Seele preis. Und nun bin ich nicht mehr als ein Hund. Wölfe sind edle Tiere. Anders als Hunde. Auf Yupik lautet das Wort für Wolf Keglunek und die Aleuten bezeichnen sie als edle Cousins. Sie nennen Söldner wie mich Hunde des Krieges. Es stimmt, wir sind alle käuflich. Aber du bist anders. Ungezähmt. Einsam. Du bist keine Hündin. Du bist eine Wölfin. Wer bist du? Bist du Saladin? Wolf. Sie haben Merrills Leben gerettet. Sie war nicht mein Ziel. Ich töte nicht aus Spaß. Ruhig. Sie sterben als die stolze Wölfin, die sie sind. Endlich verstehe ich. Ich wartete nicht darauf zu töten. Ich wartete darauf, getötet zu werden. Ein Mann wie du. Du bist ein Held. Bitte. Erlöse mich. Warum? Warum? Ich habe dich geliebt. Was ist? Ein Gewehr. Gib es mir. Es ist Teil von mir. Jetzt sind alle hier. Okay, mein Held. Lebe wohl. Snake, Sie sagten, die Liebe blüht auch auf dem Schlachtfeld. Ich konnte Sie nicht retten. Was machen Sie? Ich gebe es der Besitzerin zurück. Ich brauche kein Taschentuch. Weshalb? Ich habe keine Tränen übrig.
Ich gehe zum unterirdischen Hangar. Die Zeit läuft ab. Ich weiß. Sie werden auf sich aufpassen müssen. Trauen Sie keinem. Ja. Wenn ich Metal Gear nicht aufhalten kann, wird das Ganze hier in die Luft gejagt. Ja. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Ich behalte meinen Kodak. Ich möchte gerne weiterhelfen. Du kannst jederzeit fort. Verschaff dir einen Vorsprung. Einen Vorsprung für dein neues Leben. Snake! Wofür kämpfte sie? Wofür kämpfe ich? Wofür kämpfen Sie? Wenn wir herauskommen, sage ich es dir. Okay. Ich werde auch suchen. Eine der stärksten Zwischensequenzen im ganzen ersten Metal Gear Solid Teil, meiner Meinung nach. Und einer der coolsten Endgegner bzw. Figuren in der kompletten Serie Sniper Wolf, wie ich finde. Sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, wir befinden uns im Jahre 98. Sowas gab's damals nicht. Und also, so viel dieses von diesem Spiel gab's damals halt nicht. Und das ist halt so krass, das Einspiel. Motherfucker! So viel auf einmal verändert hat. Könntet ihr damit aufhören? Verdammt. Starke Nummer, Peter. Hey, eine Ration. Nice. Wie gemein war das denn jetzt? Hier komme ich auch, glaube ich, rein. Okay, hier kann ich einfach so rein. Hier ist einfach nur ganz super viel Munition. Okay, kann ich mitleben. Ist eigentlich der Helikopter runtergekommen? Müsste das hier nicht irgendwo passiert sein? Nordöstlich haben die doch gesagt, oder vertue ich mich jetzt komplett? Ich meine, den kann man sehen. Okay, hier brauche ich einen Chef. Okay, alles nicht so tragisch. Ist cool gelaufen. Ach, guck mal an. Colonel, hören Sie zu. Bei den Trümmern des Hind lag ein Fallschirm. Ein Fallschirm? Sie meinen, Liquid hat überlebt? Unmöglich. Beim Sprung aus dem Pilotensessel wäre er schneller zerfetzt worden als eine Zwiebel in einem Mixer. Und wieso liegt dann da ein Fallschirm? Keine Ahnung. Eine Falle? Das oder eine Nachricht an mich. Soll wohl heißen, ich lebe noch? Vielleicht. Ich glaube eher, es heißt, dich kriege ich noch. Wie auch immer, bleiben Sie wachsam. Mach ich. Bleiben Sie wachsam, Punkt down. Echt mal. Komm, lass hier noch eine... Ja. Oh. Junge, ey. Ich könnte eigentlich mal einen Run machen, einfach nur für Rationen. Wir haben immer noch null und nicht mal volles Leben. Yes. Nee, das war gar keine. Frech! Ich habe mich schon gefreut.
gucken, ob sie was im Truck versteckt haben. Den könnten wir jetzt wieder benutzen übrigens für Schnellreise. Das wäre aber nicht... Ach, verdammt. Das wäre aber nicht tun, weil... Why would we? Zwei Rationen. Oh mein Gott, ich liebe mein Leben. Keine Minen. Und zwei Rationen. Ist das nicht wunderbar? Da, 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 da. Und die nächste Cardboard-Box, die uns hierhin wieder bringt. Ausgezeichnet. Und was haben wir hier für eine Tür noch? Auch sechs. Das ist alles Munition, aber whatever. Ja, das haben sie sich nicht getraut. Minen und Cardboardbox. Ach Quatsch. Minen und Cardboardbox. Minen und Überwachungskameras bzw. Selbstschussanlagen haben sie sich nicht getraut. So, da vorne war halt die 7. Glaube ich, oder? Da kommen wir nicht rein, wenn ich mich nicht vertue. Ja, genau. Deswegen gehen wir hier rein, denn hier. Ach, sind wieder Hurenkameras. Aber hier geht es außerdem weiter. Legen Sie die CD2 ein. Also Metal Gear Solid 1 kam damals mit zwei CDs. Und das war ja damals, ich weiß nicht, ob ihr die alten Konsolen mitgemacht habt, aber bei PlayStation 1 war es beispielsweise üblich, dass größere Spiele auf mehreren CDs kamen. Ich glaube Final Fantasy 7 auf 3 oder 4 sogar. Und ab einem Zeitpunkt im Spiel musste man dann einfach die Konsole nicht ausschalten oder so, sondern musste einfach die Konsole aufklappen und die eine CD rausholen und die andere reintun und dann ging es weiter. Das war damals normal. Das war irgendwie schwierig vorstellbar, ne? So, wir befinden uns hier... Keine Ahnung, Lava-Raum? Komischer Raum. Genau verstanden, was hier genau passiert. Ich meine, draußen ist fucking Eiszeit. Und hier drin liegt Lava. Aber gut. Oh, what the fuck? Ich bin ernsthaft runtergefallen? What the fuck? Das gibt's doch nicht. So, hatten die anderen eigentlich noch was zu sagen zu dem Tod von Dance? Der Eingang zur unterirdischen... Okay, ja, auf jeden Fall nicht. Ohne Zweifel war die Gefahr eines globalen Atomkriegs nach... Okay. 92 Schuss. Das ist in der Tat nicht wenig. Okay, ich habe hier gerade offenbar irgendwie total den Mist gebaut. Versuchen wir das mal zu unterlassen. Ist das der fucking Ernst? Okay, danke schön. What the fuck? Okay, da unten ist ein Tübi. Oh.
Was für ein steamiger Raum. Ah, hier sind jetzt auf Camps. Jupp. Hier sind definitiv Camps. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht in die Lava geworfen. Nee, okay, alles klar. Gucken wir mal, was ihr Feines bewacht. Gar nicht mal so viel geilen Scheiß. Aber immerhin wieder Chefgranaten, davon kann man ja wahrlich nicht genug haben. Ach, ich stehe hier aber wirklich brillant. Ah, oh Mann, Fresse. Oben geht ein Typ gerade die Leitern hoch oder was? Die Treppe hoch? Jo. Er kommt wieder runter. Oh, eine Ration, Gott sei Dank. Ich glaube, wir können auch schon wieder einen gebrauchen, oder? Yep. Können wir. Ist hier noch was? Noch eine Ration. Juhu! Okay, so langsam geht's uns wieder gut. So langsam fühle ich mich wieder in Ordnung. Okay, von da oben sind wir gekommen. Safe, gibt's in die Richtung noch was? Okay, lass einfach mal entlang gehen. Hier scheint es keine Gegner zu geben, keine Wächter. Da gibt's noch was. Okay, hier ist Feierabend. Was haben wir hier noch? C4. Ausgezeichnet. Weitergehen. Dafür braucht man nicht mal eine Level 6 Karte, sondern könnten einfach so weitergehen. Kommt ein Aufzug gefahren. Der Peter, misstrauisch! Wir sammeln erstmal hier wieder alles ein. Und fahren Aufzug. Aber Aufzug fahren! Kommt erst in der nächsten Folge von Let's Play Metal Gear Solid. Mit mir, dem Peter und euch, den Zuschauern. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!